Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie den Mac-Bildschirm mit den sogenannten Start-Buttons, wie Sie sie hier sehen, zum Beispiel hier der Internet Explorer oder Google Chrome, wie Sie diese Buttons auf den Desktop bekommen und wie das am besten funktioniert. Dazu öffnen Sie den Finder. Sie gehen auf die Programme. Hier sind alle Programme abgelegt, über die Sie verfügen auf diesem Gerät. Wichtig ist, dass Sie nicht das Programm selber auf den Desktop ziehen. Das wäre falsch, denn damit verändern Sie den Speicherort des eigentlichen Programmes und das Programm wird aller Wahrscheinlichkeit nach funktionsuntüchtig. Sie gehen auf das Programm, das Sie auf dem Bildschirm sehen möchten, das Sie vorne auf dem Desktop haben möchten, gehen mit dem rechten Mausklick auf das entsprechende Programm und legen sich ein Alias an. Der Alias ist wie bei Windows eine Verknüpfung. Wenn Sie diesen Alias erzeugt haben, dann legt der Mac Ihnen den hier an und diesen Alias können Sie dann entsprechend auf den Desktop ziehen. Da ich dieses Programm schon habe, lösche ich das jetzt wieder. Sie können aber auch Ordnerverknüpfungen herstellen, indem Sie gleichmäßig vorgehen. Sie gehen mit der linken Maustaste auf das entsprechende Programm, erzeugen sich ein Alias und ziehen sich diesen Alias auf Ihren Desktop. Von hier aus können Sie dann wunderbar schnell suchen. Ich suche mal nach der Firma Pogemeyer beispielsweise. Und das Programm gibt Ihnen dann sämtliche Dateien aus. Das habe ich Ihnen aber schon erklärt. Ich lösche diesen Ordner mal wieder, weil das nicht zu meiner Bildschirmorganisation gehört. Und bei Holzporzellan haben wir eine zentrale Organisation auf allen Bildschirmen gleich. Im unteren rechten Feld befinden sich die Microsoft-Anwendungen. Buchhaltung, Mercator, dann kommt die MS-Office-Linie und dann kommen einige systemwichtige Programme von Windows. Auf der unteren linken Seite haben wir die speziellen Mac-Anwendungen, die wir bei uns im Hause nutzen. Oben links haben wir alles zum Thema Media, Bildbearbeitung, Fotografie und in der Mitte haben wir die zentralen Suchordner bzw. die Alias-Verknüpfungen zu unserem Server. Und in der rechten oberen Ecke haben wir Internetseiten, die wir ständig gebrauchen, wie zum Beispiel diese YouTube-Seite, um Ihnen diesen Video zu zeigen.